Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum neuen Let's Play zu The Walking Dead Season 2. Hoffentlich mit kompletten deutschen Texten, weil das musste ich alles irgendwie dazu patchen und mit hoffentlich besser angepasstem auch Ingame-Sound, weil ich habe gemerkt, bei den letzten Aufnahmen von vom ersten Spiel von den DLCs war der Ingame-Sound ziemlich leise. Ist es auf meinen Ohren jetzt auch gerade ein bisschen laut? Ich hoffe, es passt. So, warte mal. Ich hoffe, es ist alles in Deutsch. Ich habe kein Problem damit, in Englisch zu spielen. Aber ich möchte halt nicht alles übersetzen und viele von euch können sicher auch kein Englisch. Oder nur sehr schlecht. Der Endgame-Sound ist wirklich laut. Helligkeit ein bisschen höher, weil YouTube macht das ja alles ein bisschen dunkler immer. Untertitel natürlich. Seid halt bedenken, was ich höre, hört auch ihr. Ich find's vom Kopfhörer her okay. Kann man auch ein bisschen lauter machen, weil mein Sound ist ja auch relativ laut und ich bin schon minus 7,0 Dezibel. Bei OBS in der Einstellung ist alles ein bisschen blöd. Die Probleme eines Let's Players, die man auch immer noch hat nach 10 Jahren, wo man das macht, oder fast 10 Jahren. So. Okay. Spielen. Die Spiele übernehmen die Speicherstände von vorherigen Games, weswegen es natürlich Sinn macht, alles auf der Reihe zu spielen, ist klar. Auch von der Geschichte her sollte man das alles nacheinander spielen. So, Spielstand der ersten Staffel importieren. Die zweite Staffel von Walking Dead basiert auf den Entscheidungen und Konsequenzen aus Staffel 1. Dein System wird nun automatisch nach einem Speicherstand aus der ersten Staffel, deren Episoden abgeschlossen wurden, durchsucht. Ich hoffe, ihr findet das, weil das Spiel ist auf meiner externen... Danke. Aber es ist ja mit Steam verknüpft. Ein Spielstand aus der ersten Staffel wurde gefunden. Wähle einen Spielstand der ersten Staffel aus, um deine Handlung fortzuführen. Vom Datum her müsste es das hier sein. Previously on The Walking Dead. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now. Ich muss es noch ein bisschen leiser machen. Das ist mir zu laut unten beim Ausschlag. Tut mir leid. Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come. But you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! Oh, no. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. I saw my parents. No. You have to shoot me, honey. Lee, no. Find Omid and Krista. Ist immerhin ein schneller Tod. Und der hat schon genug gelitten, oder? Wenn man sich langsam in was verwandelt, das man nicht kontrollieren kann. Telltale Games präsentiert.
in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. Übersetzt von der Seite, wo ich es runtergeladen habe. Wie stehen ein bisschen die Ränder? Ist das normal? Episode 1. Alles, was bleibt. What do you think? Omid, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Sieht man schon, dass sie schwanger ist? Krista? Come on, Krista. Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid the second. No. Omid Junior. No. Wie wähle ich aus? Achso. Ring to it. Yeah, the ring of an egotistical maniac. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? Toller Vater. You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Mit einer Waffe in der Hand. Und gut, sie muss aufpassen. Das muss jeder in so einer Zeit. Kontrolliere, ob die Toiletten sicher sind. Benutze WASD, um zu gehen, und die Maus, um dich umzusehen. Ja, wie gehabt, aber es ist schon mal schon Änderung gesehen, als ich eine Antwort wählen durfte. Was mich aber hier tatsächlich gerade nervt, ist, ist etwas, das ich schneiden müsste. Nämlich die Ränder von dem Bild. Wahrscheinlich habe ich eine falsche Einstellung. Es tut mir leid. Jetzt müsste es eigentlich besser aussehen. Gut. Ist halt ein Klo. Was erwartest du? What's that? Nichts Schönes. Phew. Good. No one's here. Safe to get cleaned up. Sind ja, wenn man Omid, also wenn man Krista so sieht, ein paar Monate vergangen. Sieht man am Bauch. Please have water. Figures. Natürlich nicht. Müssen wir die Wasserflasche benutzen? Better. Oh no. Ich muss sagen, das Spiel habe ich auch als Let's Play gesehen, aber ich habe null Erinnerung dran. An so ein paar Bruchstücke erinnere ich mich noch, aber wirklich ganz wenig. Wo ist es hingerollt? Hier, glaube ich, ne? Also ist es rüber? Oder zumindest in die mittlere Kabine. Ah, da ist sie.
Clementine, dein Rucksack ist da noch. Die Waffe, nein! Ey! Nicht rutschen? I see you. Get out of there. You're not fooling me. That's my gun. It's mine now. Give it back. Why should I? Get out here. Du gehst in Kloster für fremde Sachen. Come on, let's see. I ain't gonna ask again. You don't have to do this. It's mean. You gotta be mean to keep going out here. I'm not mean. Yeah, and who got your gun? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Das glaub ich dir nicht. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. I don't have anything. Give me that hat. No. Vergiss es. Where'd you get it? I asked you a question. None of your business. Just give it to me. Nein. Junk, junk, junk. Wenn's Müll ist, dann gib's her. Shit, shit, and more shit. Uh-oh, nein. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of... Mit, was machst du hier? That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Nein! Oh, na, great. Das hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Auch wenn du noch ein junges Mädchen warst. Es fängt an, ich habe schon Tränen in den Augen. Super, das ist super. Das ist... Ich liebe diese Spiele. Aber ich hasse sie auch irgendwie. 16 Monate später. Oh. Da ist das Kind ja auch schon da und schon ein Jahr alt. Krista, talk to me. Oder? Ich sehe kein Kind. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. There's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. Keep trying. There's only so much I can do.
You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Omid said that... I know what Omid said. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy. Is it safe there? Safer than here because of the cold. Or so they say. We just need to keep moving north. Ist das Kind? Hi, Miss Lee. I'm sure you do. I'm gonna go look for more. Ich vermisse beide. Keep the fire lit. Ich hätte einfach sagen, ich hätte nichts sagen können. Ich will immer irgendwas sagen. Scheiße. Wo ist ihr Kind? Hat sie es verloren? Ich meine, so ein Kind zu verlieren ist schon in der normalen Zeit mit Ärzten und allem schon nicht einfach. Aber jetzt hier, wenn man keinen Arzt hat oder so? Das ist Feuerzeug. Mit dem Schmetterling drauf, das ist ja süß. Was ist das überhaupt für ein Tier, was die da dran haben? Biber? Okay. Ist zwar nicht so wirklich gelesen, aber gedrückt halten und rüberziehen oder so, oder? Ich denke mal, das werden wir im Laufe des Spiels öfter brauchen. Ich hoffe, ich verkacke das nicht. Better, but still not enough. The flames are too low. Da muss Holz rein. Trockenes Holz, was schwierig wird bei so einem Wetter. This won't burn. Aber vielleicht bringt's was, sich das angeguckt zu haben. Holzklotz. This might burn. Dieses Holz, das sollte brennen. This will never cook. Gott, nein. Das Holz. Den Holzklotz, das Bild doch nicht und die Zeichnung auch nicht. Warum soll ich das verbrennen? Das sind irgendwelche Typen. Krista? Where's the rest of your group?
I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Muss was tun. What the Krista, fuck? Krista, run! Hey! Ich glaube, die haben sie trotzdem erwischt. Get the fuck over here! Now! Fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Look, shit! Get the fuck over here! Oh, mit den Tasten arbeiten. Oh, fuck. Nö, hau ab. Clemmy! Leave me alone! Stop fucking running! Quit squirming! Ah! Oh, cool, 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 cool! Jesus Christ! Ah! Oh, sie dem grad. Come out of there! Ich hoffe, sie hat mir den Finger abgebissen. Oder ziemlich tief rein. Son of a bitch. Lass das Mädchen in Ruhe. Ja, hier, nimm den. Hol dir den. Ich drücke Q, es bringt nichts. Clem, lauf weg. Oh Gott, ich hab Panik. Jetzt schon. Ist egal, oder? Es waren zu viele. Was mit Krista? Oh no. Und ihre Sachen, ihr Rucksack und das Zeug. Es ist ja alles noch da. Gut, sie hat das Bild noch. Das Feuerzeug und die Zeichnung. Aber es ist jetzt wahrscheinlich alles kaputt wegen dem Wasser. River runs cold. Sieht man die Hälfte nicht, weil ich es unten weggeschnitten habe. Mami. Uff. Gut, ich bin den Part hier, ihr Lieben. Keep on playing und bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead Season 2. Bis dann.